Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video über Schach, in dem wir in die faszinierte Welt der erzwungenen Züge und taktischen Brillanz eintauchen. In diesem Video werden wir das Konzept der erzwungenen Züge oder auch forcierten Züge im Schach erforschen, einschließlich der mächtigen und auch spielverändernden Taktik, die als Doppelangriff im Schach bekannt ist. Also lasst uns keine Zeit verschwenden und gleich loslegen. Übrigens, mein Name ist Roman und wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal nichts Neues mehr verpassen wollt, abonniert ihn doch gerne und schaut euch die neuesten Videos regelmäßig an. Vielen Dank! Schachzüge können als erzwungen oder forciert klassifiziert werden, was bedeutet, dass sie eine Bedrohung für den Gegner darstellen und ihn zwingen, mit begrenzten oder oft auch nur den einzigen möglichen Zügen zu reagieren und zu antworten. Einer der stärksten und auch am häufigsten verwendeten forcierten Züge oder erzwungenen Züge im Schach ist es definitiv, wenn man seinen gegnerischen König in Gefahr bringt durch ein Schach. Das Schachspiel ist eine grundlegende Taktik, also das Schachen im Schachspiel, und die Verteidigung dagegen kann oft sehr, sehr schwer sein und eine Herausforderung für unsere Gegner darstellen. Um diese ganze Theorie und das alles jetzt auch auf das Schachbrett zu transportieren, schauen wir jetzt einfach ein ganz leichtes Beispiel an. In der Stellung, die du gerade hier auf dem Schachbrett sehen kannst, schafft es Weiß, seinen Gegner in den folgenden Zügen komplett zu vernichten und mit einem Schachmatt das Spiel zu beenden. Durch eine Reihe von forcierten Zügen, die auch das Opfer von zweier Türme einschließen, bekommt Weiß die Dame auf das sehr, sehr wichtige und auch gefährliche für Schwarz Feld H7 und gewinnt dadurch das Spiel. Alles geht los mit Turm H1 mit Schach. Und hier zwingen wir, also forcieren wir, den gegnerischen König hier auf H8 nun auf G8 zu fliehen, denn das ist die einzige Option, beziehungsweise das einzige Fluchtfeld. Und nun opfern wir unseren ersten Turm, indem wir mit dem Turm auf H8 ziehen. Und hier ist der gegnerische König, der schwarze König auf G8, wieder einmal gezwungen, unseren Turm hier zurückzunehmen, denn er kann nicht auf F7 fliehen, weil wir hier unseren Bauern auf G6 sehr, sehr stark platziert haben. Daher muss Schwarz mit dem König unseren Turm auf H8 rausnehmen, woraufhin wir genau dasselbe noch einmal mit dem zweiten Turm auf E1 durchführen. Wieder einmal Schach, der König flieht auf G8 und wir opfern unseren zweiten Turm, indem wir ihn so auf H8 ziehen und der König ihn rausnehmen muss. Und nun ist hier die erste Reihe des Schachbretts für unsere Dame geöffnet worden, denn davor haben sie ja die beiden Türme auf E1 und auf G1 gestört. Und nun können wir auch hier den sehr, sehr starken und wichtigen Zug Dame H1 spielen. Der schwarze König ist wieder einmal gezwungen, also forciert dazu, auf G8 zu fliehen, woraufhin wir nun mit Dame H7 unseren schwarzen gegnerischen König schachmatt setzen. Ihr könntet also gerade eben nun sehen, dass die erzwungenen Turmopfer gegen die schwarze Armee es uns ermöglicht haben, die Schachpartie in den folgenden Zügen zu gewinnen. Eine weitere wirksame und sehr, sehr starke taktische Idee, um die Schachzüge deines Gegners zu erzwingen bzw. zu forcieren, ist der Doppelangriff, den ich bereits schon genannt habe. Ein Doppelangriff liegt vor, wenn eine Figur gleichzeitig zwei oder auch mehrere gegnerische Schachfiguren bedroht. Er kann von jeder Schachfigur auf dem Brett ausgeführt werden und führt oft zu einem großen materiellen Vorteil. Zum Beispiel in der Stellung, die du gerade hier auf dem Schachbrett sehen kannst, fährt Weiß mit dem sehr, sehr starken und wichtigen Zug, und zwar Bauer F5 fort. Denn damit greift der Bauer nicht nur den schwarzen Turm auf E6, sondern gleichzeitig auch noch die schwarze Dame auf G6 an. Naja, vielleicht denkt ihr euch nun, der schwarze Läufer auf G4 kann auch hier den weißen Bauern einfach rausnehmen und die ganze Bedrohung ist einfach wieder verschwunden. Doch nun spielen wir den sehr, sehr wichtigen und noch stärkeren Zug, und zwar Dame C5. Das ist der zweite doppelte Angriff, denn hier drohen wir nicht nur, den schwarzen Läufer auf F5 rauszunehmen, weil wir ihn nun mit der zweiten Schachfigur angreifen, sondern wir drohen gleichzeitig auch noch mit einem Schachmatt nach Dame F8. Denn dadurch ist unser Gegner dazu gezwungen, also forciert, erst einmal dafür zu sorgen, dass diese Schachmatt hier nicht mehr möglich ist und anschließend können wir hier den schwarzen Läufer auf F5 einfach gewinnen. Sehen wir uns nun ein weiteres klassisches Beispiel für eine taktische Kombination mit einem Doppelangriff an. In dieser sehr, sehr interessanten Partie, die ihr gerade auf dem Schachbrett sehen könnt, die in Moskau zwischen dem deutschen Großmeister und auch zweiten Schachweltmeister Lasker und Tore gespielt wurde, entfesselt Weiß eine Kombination mit einer Reihe brillanter Doppelangriffe. Wir sehen, dass der weiße Läufer hier auf G5 von der gegnerischen Dame auf B5 gefesselt ist.
und er wird gleichzeitig auch noch von dem Bauer auf H6 angegriffen. Doch eine Schachfigur, die gerade gefesselt wird, ist erst komplett unbeweglich und immobilisiert, wenn die Figur den König trennt und wenn sie wegziehen würde, es ein Schach geben würde, welches ein unmöglicher Zug wäre. Doch hier ist dies nicht der Fall, daher könnte theoretisch der weiße Läufer auf G5 wegziehen. Und das tut auch hier in diesem Spiel Emanuel Lasker, denn er opfert nun in dieser Position seine Dame, indem er mit dem Läufer auf F6 zieht. Und wenn Schwarz hier den Fehler begeht und wirklich unsere Dame auf H5 mit seiner Dame von B5 rausnimmt, was definitiv ein großer Fehler ist, dann können wir hier Turm nimmt Bauer auf G7 mit Schach raus spielen. Damit forcieren wir unseren gegnerischen König auf H8 zu fliehen, woraufhin wir den schwarzen Bauern auf F7 mit unserem Turm rausnehmen und wieder ein Schach auf dem Schachbrett haben. Doch dieses Mal nicht ein Schach mit unserem Turm, sondern mit unserem Läufer auf F6. Der schwarze König ist nun also gezwungen, wieder zurück auf G8 zu ziehen, woraufhin wir jetzt etwas machen, was man eine Windmühle nennt. Nun können wir einfach wieder Turm G7 mit Schach spielen. Der schwarze König muss auf H8 fliehen und nun nehmen wir einfach den schwarzen Läufer auf B7 problemlos raus, doch wieder einmal mit einem unentdeckten Schach bzw. mit einem gedeckten Schach hier mit unserem Läufer von F6. Der schwarze König muss wieder auf G8 ziehen und wir tun genau dasselbe. Turm G7 mit Schach, der schwarze König flieht auf H8 und nun nehmen wir zum Beispiel den schwarzen Bauern auf A7 raus. Wieder einmal mit Schach. Der schwarze König flieht auf G7. Schach mit dem Turm, König H8 und nun können wir die sogar noch mehr und noch krassere Variante der Windmühle spielen und zwar nun nicht auf dieser siebten Reihe des Schachbretts ziehen, sondern auf der G-Reihe runter und zwar auf G5. Und nun kann der schwarze König auch nicht mehr auf G8 ziehen, weil unser Turm hier auf G5 steht und dieses Feld blockiert, daher muss er auf H7 fliehen, woraufhin wir einfach die schwarze Dame auf H5 mit unserem Turm problemlos rausnehmen und nun riesigen materiellen Vorsprung gegenüber unserem Gegner haben. War diese Reihe von entdeckten Schachen mit dem Läufer und Schlägen mit dem Turm nicht wirklich verrückt? Jetzt hast du also nochmal ein Beispiel gesehen, wie du deinen Gegner komplett mit Doppelangriffen zerstören kannst. Aber bevor dieses Video endet, möchte ich euch noch kurz die dritte Möglichkeit zeigen, wie ihr die Züge eurer gegnerischen Schachfiguren erzwingen bzw. forcieren könnt. Und das ist einfach nur das simple Schlagen. Oder rausnehmen. In der Stellung, die du gerade hier auf dem Schachbrett sehen kannst, werden der schwarze Springer hier auf C5 und der schwarze Läufer auf E5 gerade von unserem Bauern auf D4 gegabelt. Doch hier kann Schwarz einfach nur mit seinem Läufer unseren Springer auf G3 rausnehmen und wenn wir den Läufer zurück rausgenommen haben, zum Beispiel mit unserem H1 Bauern, kann der schwarze Springer hier auf C5 nun von dem Bauerangriff einfach zum Beispiel auf D7 fliehen und Schwarz hat kein Material verloren. Das war also die Lösung. Denke immer daran, dass erzwungene Züge im Schach von sehr großer Bedeutung sind. Sie führen oft zu spielentscheidenden und wechselnden Vorteilen und können den Unterschied zwischen Sieg und Verlust bzw. Niederlage ausmachen. Wenn euch das Video also gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like und abonniert meinen YouTube-Kanal Schachromat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Und schaut euch gerne auch die anderen YouTube-Videos in der Playlist Schachtaktik an, allgemein Strategie, denn dort gibt es viele verschiedene Videos über Taktiken im Schach und Strategien und Kombinationen. Diese seht ihr nun hier irgendwo oben in der Informationsbox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.